dei minimi slittamenti che vengono fatti in questo caso da parte dell'artista, però secondo me sarebbe assolutamente riduttivo parlare di un'arte di riciclo. Also das wäre komplett reduktiv, wenn wir das jetzt nur sagen könnten. E könnt euch erinnern, es gab vor Jahren eine Ausstellung in Maut, quando i rifiuti diventano arte, nicht diese Ausstellung Trash, wo es darum ging eben zu unterstreichen, wie viele Künstler im Recyclingmaterial benutzen. Denn es ist effektiv so, dass es klarer darum geht, uns darauf aufmerksam zu machen, wie viele andere Funktionen einfach ein ganz banales Objekt haben kann. Aber insbesondere will sie uns mit ihrem Werk auf den Außenraum aufmerksam machen. Ihr seht sie in den verschiedenen Videos, das ist immer wieder sie selbst und können sie immer sehen, wie sie es nicht scheut. Auch so, das sind ganz kurze Videos, es sind dann eine YouTube-Länge, effektiv, wie ihr Freund John Kelsey sie auch genannt hat, als Buster Keaton, auch slapstick-artig, im Außenraum Aktionen zu machen. Per esempio, una dei lavori, quando ancora nel 2003 era studentessa, Paralyzed, dove lei entra senza aver fatto prove prima nello scomparto di una metropolitana e inizia a spogliarsi e a vogare contro le pareti di questa metropolitana. Che cosa, oppure la vedete chiusa nel suo appartamento dove sta appunto distruggendo la sua bicicletta. Potrebbero sembrare soltanto degli atti di vandalismo, ma poi sono anche dei singoli segnali, per esempio. Distruggere una bicicletta in un appartamento può essere anche segno di una violenza che avviene tra le quattro mura e che poi non viene comunicata. Infatti un altro aspetto del lavoro così sfaccettato anche di Clara è un po' la fuga della realtà. Ich würde euch auch einladen, in diese Skulpturbox hineinzugehen oder hinten